wir sind jetzt noch nicht, überhaupt noch nicht zufrieden oder werden nachlässig, sondern im Gegenteil, unsere Anspannung, unser Fokus ist in den letzten Wochen immer weiter gestiegen, sonst hätten wir natürlich auch nicht 6 Spiele in Folge gewinnen können. Wir müssen jetzt noch ein paar Schritte gehen, vielleicht noch einen, vielleicht aber auch noch 2 oder 3, um das große Ziel Champions League zu erreichen, und darauf sind wir vorbereitet. Und so nach so einer Saison in die Pause zu gehen und zu wissen, man hört nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Champions League-Hymne, weiß man, dass man in diesem Wettbewerb, dem besten Wettbewerb, Vereinswettbewerb der Welt dabei ist. Das würde die Sommerpause, glaube ich, würde es an jedem Abend auf der Terrasse, würde das in einem kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Und deshalb geht das mir so und glaube auch allen anderen so und vor allen Dingen auch den Spielern. Morgen ist das der totale Fokus auf die 90 Minuten. Da wollen wir versuchen, alles zu geben, in den spielentscheidenden Situationen einfach da zu sein und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Ich finde, dass sie sich eine gute Mannschaft zusammengestellt haben jetzt in den letzten Jahren, immer sehr gute Transfers gemacht haben, so auch letzten Sommer gute Spieler gehalten haben. Und der Trainer es halt geschafft hat, eine sehr geschlossene Mannschaft draus zu formen, die natürlich so überraschend jetzt dasteht, wo sie steht. Wenn man dann Hertha BSC verfolgt hat jetzt über diese Saison, dann haben sie sich einfach diese Situation erarbeitet. Und deshalb muss man da einfach den Hut vorziehen, was da geleistet wird in Berlin.